Aber der Rückstand ist mit 1,5 Sekunden groß. Jetzt hat sich Jarno Trulli auf Platz 3 geschossen, liebe Zuschauer. Die Highlights jetzt auf unserem Boxengassenkanal. Und jetzt wollen wir mal den Mika Salo beobachten. Fünfter. Nach wie vor. Also hier hat er bisher ein hervorragendes Wochenende bzw. einen hervorragenden Rennverlauf, wenn man den Donnerstag mal nicht zum Wochenende dazu zählt. Ist auf dem Weg zu einer Verbesserung, wenn wir so die laufenden Zeiten beobachten. Bisher Fünfter, jetzt sogar ganz nach vorne, also mit einem Mörder-Schlusssektor hat er hier sogar jetzt die Spitze übernommen, 23-0. Das sind mal eben 2,4 Sekunden schneller als seine persönliche Bestzeit vom Donnerstag, ist er auf Platz 1. Für mich schönsten Auto optisch. Vom Walking Shore, der Macher von Arrows, hat eine ganz interessante Aussage dieser Tage getroffen. Er hat gesagt, die Bridgestone-Reifen, die ja natürlich zunächst mal auf McLaren zugeschnitten werden, die haben so viel Haftung, dass der Arrows, der ja mit über weniger Motorpower verfügt, nicht genügend Kraft habe, überhaupt das optimal auszunutzen, weil die Haftung der Hinterreifen so gut sei. Ein schönes Problem eigentlich. Ja. Normalerweise reden ja alle von zu wenig Haftung. Der Arrows V10-Motor, wie viel PS schätzungsweise hat er denn weniger? Kann man von 100 PS reden? Ja, ich schätze so 80 sicher, ja.